Wir, die Teppichweberei Hebbischau, auch Manufaktur genannt, sind in Deutschland eine mit der letzten Manufakturen, die es gibt, die sich spezialisiert hat eben auf ganz individuelle Teppiche. Den Ursprung hat das Ganze vor guten 70 Jahren. Mein Opa hat damit angefangen, mein Vater hat das Ganze 40 Jahre danach dann noch weitergeführt. Und ich habe den traditionellen Handwerksbetrieb seit circa 2,5 Jahren fix übernommen und habe dann das, was nahe lag, ihn quasi der heutigen Zeit angepasst, sprich modernisiert, indem wir das Internet mitnehmen, einen Konfigurator mit dazu genommen haben, dem Kunden damit mehr Gestaltungsfreiheiten an die Hand geben. Uns natürlich das Positive entgegenfliegt, dass wir schöne Entwürfe bekommen, aus denen wir auch lernen können und was gestalten. Und das Ganze dann eben auch nicht nur regional zu vertreiben, sondern eben national und eben international. Ich bin Klaus Bürbel, betreibe in der dritten Generation eine Dübisch-handwerkliche Metzgerei hier in Franken. Dübisch wie früher, mitten in einer Ortschaft, gleich neben dem Kirchturm. Also eigentlich ein sehr traditionelles Unternehmen. Ich habe die Metzgerei ins Internet geführt mit Webseite, Shop, Blog, Facebook und so weiter. Eben alles, was heute zur digitalen Präsenz gehört, um mir neue Kundenkreise zu erschließen. Es ist einfach nicht mehr so wie früher, dass die Leute, die an der Ortschaft wohnen, auch in der Ortschaft kaufen, sondern mancher geht zum Discounter auf die grüne Wiese, der nächste geht ins Einkaufszentrum oder Großstadtbummel und dann muss man eben neue Wege für sich erschließen. Ich stand letztendlich vor der Frage, wir sind hier draußen in diesem kleinen nordhessischen Outback. Man findet drumherum wunderbare Natur, aber eben nicht viel zahlungswilliges Publikum. Und wenn, dann hat man es relativ schnell abgegrast. Das heißt, welche Stütze nimmt man? Nimmt man das, was einem zu Füßen liegt, das Internet, was wir hier auch wunderbar herbekommen in das nordhessische Outback, und nutzen das und gehen ganz gezielt an unsere Kundschaft ran, die im Internet nach Teppichen sucht und uns direkt auch findet. Die ersten Schritte in Richtung Digitalisierung wurden auch kritisch beäugt hier. So quasi, was will der damit? Der spinnt. Damit kann man doch eh kein Geschäft machen. Das produziert alles nur Arbeit, Aufwand. Also da haben sich in Anführungszeichen viele dran gestört, sei es Kunden, Mitarbeiter. Die waren zuerst skeptisch, aber heute sind die Kritiker großteils verstummt. Also für mich war das eigentlich, sagen wir, mit der Hauptgrund, dann auch zu sagen, dass ich den Betrieb übernehme, dass ich da drinnen an dieser Stelle hier draußen in der Idylle eine Chance sehe. Ohne das Internet wäre es hier letztendlich überhaupt nicht möglich. Man kann das ja heutzutage sehr schön steuern, dass man eben ganz individuell seine Produktklasse dort eben dann bewirbt. Und dementsprechend filtert man schon aus der großen Masse genau die Kunden, die das Produkt suchen, sehr, sehr fein heraus. Und das ist eine unheimlich schöne Sache, die wir heutzutage eigentlich in allen Bereichen, auch im Traditionsbetrieb, unheimlich gut nutzen können, um sich einfach breiter aufzustellen, größer aufzustellen und eben auch mal einen Teppich nach Singapur zum Beispiel zu liefern, was dadurch passiert. Ich verkaufe zwar auf der einen Seite nach wie vor noch regional, aber über das Internet verschicke ich Pakete von Jamaika bis Neuseeland. Ich würde wirklich sagen, weltweit, das Einzige, was mir noch fehlt, ist ein Paket auf Afrika. Da ich nicht alles immer vorrätig haben muss, sondern durch die digitale Darstellung muss ich nur fähig sein, das Produkt in einer definierten Zeitspanne zu beschaffen. Ich kann wesentlich vielfältiger am Markt agieren mit einem wesentlich größeren Produktsortiment, was natürlich die Attraktivität wieder steigert. Den Gründern würde ich gerne mitgeben, dass man einfach unverfroren reingeht in die Idee, was ich unterm Strich gelernt habe oder einfach für mich erkannt habe, ist, wenn man ein Produkt versteht, es liebt, dann kriegt man es auch verkauft. Und dann weiß man auch, wie man die Kunden findet, wie man jemanden begeistern kann. Das ist wirklich einfach so die Erfahrung, wenn man einfach ein Produkt mag, es versteht, es mit Ernsthaftigkeit betreibt, dann ist ganz viel Spaß dabei und Energie und ja, dann kriegt man auch letztendlich seine Brötchen auf den Tisch. Ich mache das eigentlich wie früher, wie schon immer, nur mit einem anderen Medium. Nicht verkaufen, sondern kommunizieren. Wer es versteht, im Internet zu kommunizieren, kann sich langfristig gegen das Verkaufen nicht wehren.